Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf The Morrisland unterwegs. Wir sind in der glücklichen Folge 13, behaupte ich jetzt einfach mal so. Wir haben letztes Mal ein bisschen was verkauft und deswegen sehen wir nicht ganz so grausam vom Portemonnaie her aus. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es jetzt hier überhaupt so steht. Der hat nicht sonderlich viele Liter drin. Ich wollte gucken, wie viel überhaupt wir schon auf Lager haben. 41.000 haben wir schon auf Lager. Dann spiele ich echt mit dem Gedanken, ob wir nicht vielleicht noch eine 100.000er Ladung verkaufen, um auf Nummer sicher zu gehen, sozusagen. Damit wir auch Maisgebiss und sowas auch anschaffen können und gegebenenfalls auch vielleicht noch ein, zu andere Sachen erledigen können. Aber da schauen wir einfach mal. Wir werden jetzt einfach mal das hier leer machen und dann geht das Ganze mal aufs Lager und dann schauen wir mal. Ich werde jetzt einfach mal hier noch rüberhüpfen zum 54.000. Mal schauen wir mal sagen. Nein, war ich natürlich jetzt extra nicht. Oh, habe ich schon. Oh. Okay. Und dann werden wir jetzt mal ihn wieder in die Frucht drehen, wenn wir dann soweit sind. Dann werden die Jungs noch ein, zwei Bahnen machen. Jeder wird wahrscheinlich einmal halb voll werden. So, derjenige, der jetzt fertig ist, ist wahrscheinlich die Sämaschine. Da müssen wir jetzt gleich mal eine kleine Kontrolle machen, ob die auch alles gemacht hat. Und wenn sie das hat, dann werden wir die gute Condor aufs nächste Feld ansetzen. Ich hatte das letzte Mal ja schon so eine Andeutung gemacht, was ich so vorhabe, dass wir von allem was haben. Weil so muss es ja auch sein, sonst müssen ja die Tiere versorgt kriegen. Dann sehen, dass ein bisschen Geld da ist und dann müssen wir sehen, dass wir die Produktion mal ins Laufen kriegen. Wir wollten ja schließlich bei jeder mal reinschauen. Ach, wo machen wir das Ganze hier? So, gut, der ist am Arbeiten. Den anderen hatten wir leer gemacht. Der hat schon 63.000 Wort, der 24. Da sind schon mal 87.000 mit dem, was wir auf Lager haben. Sieht das auch mal gar nicht so schlecht aus. Ja, er war hier fertig. Oder er denkt, er ist fertig. Oder er glaubt, er ist fertig. Ich mache ihn mal an. Ich senke das Ganze mal, schalte das Ganze auch an und wir sehen ja selber, eine Variante ist nicht fertig, nämlich der Streifen hier. Den werden wir auf jeden Fall jetzt einmal machen. Wir werden das Ganze hier einmal korrigieren und das werde ich gleich am anderen Ende auch nochmal machen und dann werden wir ihn auf einen neuen Feld ansetzen, so einfach ist es. Ja, jetzt seht ihr, warum wir dementsprechend mit dem Original selber auch mal gefüllt haben. Wenn der Helfer läuft, dann kauft das ja dazu. Deswegen verlieren wir dann ja so schnell so viel Geld. Momentan läuft es ja nur langsam, weil ja ein paar Helfer laufen. Weil wir jetzt gerade unsere eigene Saatgut und Dünger nehmen, was wir unten ja auch sehen. Es tickt da ja auch runter. Das heißt, das ist immer noch eine Reserve. Wenn tatsächlich noch ein kleines Feld da ist und Geld knapp ist, können wir es auch selber fahren. Oder wir stellen um, er soll nur Vorhandenes benutzen. Und nichts dazu kaufen, dann machen wir hier noch einmal unsere Sachen leer. So, gut, ja, dann fahren wir gleich noch einmal ganz rüber und gucken, was die andere Seite macht. Oder ob er hier auch alles gemacht hat, weil das sieht nämlich auch nicht so aus. Gut, okay. Hier hat er auch etwas verfrüht aufgehört, so wie es aussieht. Ich werde jetzt hier mal den Bogen so ziehen, dass ich an dem Baum hängen bleibe mit einem Millimeter. Gibt's doch gar nicht. So, ihr seht selber, dass ich jetzt hier ein bisschen den Streifen korrigiere. Ich werde jetzt hier einmal wenden und werde den Reststreifen hier nochmal wieder zu Ende ziehen. Dann werden wir den ganzen Spaß hier mal zuklappen. Falls ich jetzt einen Millimeter nicht habe, werde ich mir jetzt ja keinen Kopf drum machen. Hauptsache das Grobe ist durch. So, Condor klappt sich ein. So gut. Da ein Stück zurück. Fahren wir jetzt einen Knick. So, dann wollen wir mal schön hier entlang bügeln. Feststellen, dass er hier alles gemacht hat, so wie es aussieht. Das ist schon mal gut. In der Mitte wird er garantiert auch keine Lücken gemacht haben. Die Frage ist nur, ob er hier beim Wenden Probleme hat oder nicht.
Wenn ja, ist das auch nicht ganz so wild, das werden wir dann auch immer erledigen. Das ist nicht das Ding. Sieht alles gut aus. Das Positive ist ja, dass nur das, was auch hier fehlt, beim Sehen, ne, beim Güllen und sowas zum Beispiel, ist das immer weg, bei Streudünger auch. Aber jetzt ist halt nur das, was beim Sehen fehlt, auch dementsprechend uns Material. Also guck mal, ich habe jetzt die Maschine angeschmissen, die macht nichts. Jetzt fahre ich über den kleinen Streifen, was hier fehlt. Und ich habe die angeschmissen. Jetzt bin ich gemacht, macht aber nichts. Das ist wieder der genialste Vorführeffekt überhaupt. Hallo, ich habe mich eingeknickt, dass du ein bisschen in die Richtung zurückfährst. Und dann. So, also demonstrieren wir nochmal. Fahr ein Stückchen zurück. So. So, also runter habe ich sie, angemacht habe ich sie jetzt auch. Jetzt seht ihr, wir verlieren nichts. Und sobald jetzt hier die Fläche zum Sehen da, seht ihr, jetzt fängt er an zu zählen. Auch relativ wenig, weil er echt nur den schmalen Streifen macht. Das ist natürlich jetzt eine ziemlich, ja, eigentlich auch unrealistische Geschichte, wenn man ehrlich ist. Aber eigentlich müsste er jetzt ganze Zeit auch Saatgut auf den Seitenstreifen schmeißen und einfach uns die ganze volle, die volle Breitseite an Kosten einbringen. Tut es in dem Fall. Wenn wir das mit Streudünger machen, kostet es die komplette Breitseite, genau wie mit Gülle oder sowas oder Mist oder sowas auch. Nur beim Sehen, da ist er freundlich, da verschwendet er nichts. Weiß nicht, ob er Autoerkennung hat oder ob er vielleicht sogar ein Echt gibt. Ich kenne mich mit landwirtschaftlichen Maschinen nicht ganz so aus, dass ich irgendwas behaupten möchte oder sowas. Vielleicht gibt es ja auch sowas. So. Ja, auch hier seht ihr, haben wir sehr viel, sehr schönen grünen Streifen. Da können wir natürlich schöne Runde drauf lang nehmen. Allerdings kann ich mir hier den ganzen Spaß schon sparen, wie wir sehen, weil hier war, bis zum Ende war da auch Platz hatte zum Drehen. Da hat er ein bisschen Probleme bereitet, weil halt die Straße ihn gestört hat. Davon aus. So, ich stehe jetzt hier. Ich werde jetzt einmal die Karte ein bisschen größer machen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall. Zur 10 und zur 9. Sieht aber aus, als wenn wir zuerst zur 9 müssten. Auf der 10 fährt, glaube ich, noch der Flug. Wenn ich mich nicht täusche, ist es da noch am Flügel. So, die 9. Müssen wir gleich mal gucken, was wir da denn nachmachen. Oder überhaupt machen. Wir haben natürlich auch noch, wie gesagt, ich habe zwar uns relativ gut ausgestattet, aber wir haben nicht wirklich alles da, was man so gebraucht, weil zum Beispiel, sagt man mal was zum Thema Kartoffelernte, Kartoffel sehen, geht, aber Ernte, Rübenernte, kein Gerät für da, nichts. Also fehlt alles noch. Ich habe selber gesehen, Maisgewisse, nö, auch nicht. So, ne? Also da müssen wir dann schon vielleicht noch gucken, was wir da noch so machen können. So. War es irgendwie ziemlich großzügig mittig, so wie es aussieht. So, da sind wir schön an der 11 vorbei. Jetzt fahren wir zwischen unseren beiden Geländern durch. Einmal das Betriebsgelände und einmal das Hofgelände. Wir fahren jetzt hier schön in der Runde. Hier müssen wir dann auch irgendwann auch nochmal hin mit dem guten Stück. Jetzt fahren wir erstmal hier dran vorbei. Aber wir fahren jetzt ja hier zur 9 runter. Und die ist ja genau am Hinterausgang von unserem Gelände hier. Ja, die richtige Tierversorgung wird erst komplett erstehen beim nächsten Mal Ernte. Weil wir uns natürlich am Schluss die Geräte fahren. So. Jetzt stellt sich natürlich als erstes gleich die Frage, was sehen wir denn?
Also es wird natürlich kein Dings sein. Also ich habe ja, die 3, also die 11 und die 2, das ist jetzt Soja und Raps. Die 3 wollte ich gerne Mais machen, Mais häckseln möchte und teilweise einen normalen Mais nehmen möchte. Dann musste ich Sonnenblumen machen und ich müsste Getreide machen. Was ich wohin mache, ist im Prinzip ziemlich egal. So. Saat wählen. Weil wir könnten auch Kartoffeln und Rüben mit ihm sehen. Haben wir noch gar keine Geräte dafür. Das heißt, es wird auf jeden Fall im dritten Erntezyklus auf jeden Fall auch entweder Kartoffeln oder Rüben gehen. Dass wir da einmal was von auf Lager haben oder dementsprechend auch Zucker produzieren können und sowas in der Richtung. Gut, ich werde jetzt erstmal anfangen mit Sonnenblumen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Damit das jetzt ist das Sonnenblumenfeld und dann ist die Sache schon mal durch. Jetzt hat halt unser Geld da oben auch wieder schneller durch. Aber das ist halt so. Bei den Tieren, wie gesagt, wenn wir da einmal gucken, da sieht es natürlich dürftig aus. Schweineproduktivität, ne? Körnermais fehlt. Ne? Wir haben Sonnenblumen noch nichts an Bord. Kartoffeln, Rüben oder gedämpfte Kartoffeln noch nichts an Bord. Hier sind wir bei Produktivität relativ hoch. Das liegt aber einfach daran, dass wir hier überall ein bisschen was von hatten. Wir hatten ja ein bisschen Silage, ein bisschen, ne, hatten wir ja da. Wasser war bei allen kein Problem. Stroh hatten wir ja zwischenzeitlich selber gemacht. Gras ist auch nichts da. Das ist also das, was wir jetzt echt als nächstes mitmachen müssen. Wir müssen jetzt natürlich erstmal gucken, dass wir... Also er wird fertig und dann... Oh. Ist die Frage, setzen wir ihn tatsächlich noch auf dem großen Feld an, um das zu pflügen? Das wird er neben dem fertig kriegen. Er hat die Sämaschinen eingeholt, aber wir müssten theoretisch gesehen uns auch noch einen weiteren Flug mal anschaffen. Weil es nicht so einfach. Ja, die Jungs tun nur eins, müssen im Weg stehen. Das wollen wir erstmal ganz kurz korrigieren, indem ich ihm zur Seite fahre. Sag mir nicht, er steht jetzt zur Seite, weil er voll ist. Oh. Was ist mit dir jetzt hier los? Motor starten. Helfer einstellen. Bitte machen wir weiter. Vielen Dank. Wir fahren wieder vorbei. Gut, wir lassen ihn nicht stehen. So. Dann gucken wir hier rüber. Bitte fahren Sie hier wieder ran. Ran. Wir müssen die ganze Spur auch mitnehmen. So. Helfe an. Und dann Avanti Galoppi den Kram zu Ende machen. Gut. Ich würde sagen, ich werde den einen hier nehmen. Und werde schon mal zurückfahren. Werde den Drescher, der gleich sagt, er ist fertig, noch im Leer machen. Weil der John Deere ist da vorne bis zum Ende gekommen und steht da jetzt. Den machen wir jetzt leer. Dann können wir den John Deere wegfahren. Wir können das Zeug hier auf Lager fahren. Dann sind die beiden Geräte hier schon mal, die beiden Maschinen schon mal befreit und wir können was anderes nebenbei machen. So. Ich steige jetzt einfach mal aus und übernehme jetzt das gute Stück hier. So. Rohr raus. Ein ganz kleiner Rest ist da noch. Mach den Motor mal schon an. Fahr mal ganz kurz zurück. Mach das hier wieder an. Fahr kurz vor. Nehme das hier weg. Mach das wieder aus. Und probier ab. Gut.
das erledigt habe, dann werden wir wieder nach Hause fahren. So sieht das aus. Ich werde aber der Maschine zum Trotz. Na, warte ich ihn. So, er sagt jetzt, er wäre fertig. Und das glaube ich ihm auch klappt. Allerdings fragt euch jetzt bestimmt, wo ich hinfahre. Ich fahre es natürlich jetzt einmal kurz rum hier. Ist natürlich glücklicherweise auf die passende Richtung, deswegen ist das nicht so schlimm. Ich gucke aber, ob er von der anderen Seite alles gemacht hat. Oder ob er da eine Spur übergelassen hat. Wenn er eine Spur übergelassen hat, dann lasse ich ihn noch einmal querfahren. Aber er hatte überall genug Platz zum Drehen, wie ihr seht. Und hat es deswegen auch passend gedreht. Das ist auch wunderbar. So, gut, ja, dann fahre ich jetzt natürlich jetzt hier fix rüber. Das ist die 4, die gehört uns nicht. Oh, 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 oh. Da kommt es einer entgegen. Ich mach mal die Warnblinkgeschichte hier an. Die Leute wissen, dass wir mit ein bisschen was Größerem hier angefahren haben. So, aber hier vorne geht schon mit unser Privatgelände. Da geht der Spaß schon aus. Ich werde jetzt hier tatsächlich ansetzen zum Fliegen. So, und fahren bitte. Erfolgreich beendet. Will mich auch wieder verarschen. Sehr schön. So. Verstehst du es jetzt? Ja. Gut, dann mal runter damit. Dann fahren wir ein Stück. Du merkst es immer noch nicht. Das ist ja unangenehm. Alle beenden die Arbeit und ich muss jetzt per Hand flügen, weil der Helfer es nicht merkt. Der Helfer merkt das hier echt nicht. Nicht schlecht. Das hat doch mal was. Das kann doch sein, dass wir jetzt tatsächlich hier die eine Spur mal selber flügen. Ich weiß nicht genau, woran die Kennung liegt. Vielleicht liegt es daran, dass hier ein ganz kleines bisschen noch Geflügtes zu sehen ist. So, ich probiere hier zwischendurch nochmal. Ah, jetzt wieder. Okay. Dann brauchen wir doch nicht ganz dabei sein. So, er ist voll, sagt er. Und er ist startklar. Wir falten ihm mal zu und machen alles. Aber wir sind schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal dabei seid. Ne? Daumen nach oben wäre echt super. Unterstützt mich ein bisschen, wäre klasse. Genauso natürlich auch ein Abo oder natürlich auch das Teilen. Je mehr Leute es gucken, desto mehr Ideen kommen rein, desto besser kann es werden. So simpel ist es halt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.